Hallo liebe Taktikfreunde, Thema in diesem Video ist das 1 gegen 1 defensiv aus der weiten Distanz aus Sicht des Innenverteidigers, der hier in der Farbe grün agiert, gegen den Stürmer, den wir hier in der Farbe blau sehen. Verhalten nach AstLB haben wir schon im vorherigen Video auch gesehen, wo es um das Abwehrverhalten des Außenverteidigers geht. Ähnlich ist es auch für den Innenverteidiger, wenn er in so eine Situation kommt, wo der Stürmer frontal auf ihn zuläuft. Natürlich eine Situation, die eher selten vorkommt im Spiel. Ich denke, wenn sie vorkommt, dann eher durch ein Umschalten nach Ballverlust bzw. eine Konteraktion des Gegners, wo der dann so frontal auf den Innenverteidiger zuläuft. Nichtsdestotrotz sollten wir immer wieder mit unseren Innenverteidigern daran arbeiten, weil es auch irgendwo das Zweikampfverhalten, das elementare Zweikampfverhalten coacht und viele wichtige Parameter auch da drin immer wieder aufgezeigt werden, die er für das Zweikampfverhalten einfach benötigt. Zum Aufbau hier könnte man auch als eine Trainingsgestaltung verwenden, dass wir bewusst erstmal das Feld etwas abgrenzen, sodass halt der Stürmer jetzt nicht unweit hier nach außen rückt, weil wenn er hier hinkommt, würde ja schon meistens im Spiel auch der Außenverteidiger stehen. Haben wir also hier schon mal zwei Zonen aufgebaut für die jeweiligen Innenverteidiger. Und beginnend mit dem Sechser hier, sodass der Innenverteidiger sich auch schon mal etwas orientieren kann an die Bewegung des Sechsers und an einem Rausstoßen. Wir haben das Verhalten nach AstLB, wo wir gesagt haben, das A steht für Anlaufen. Ich habe da hingeschrieben bananenförmig, komme ich gleich nochmal dazu. S für Stellen, Fallschirm ziehen, T für Tempo aufnehmen, L für Lenken und B für den Ballgewinn. Gehen wir mal rein in die Animation. Der Sechser spielt raus. Wir haben das Anlaufen, das bananenförmige Anlaufen habe ich hingeschrieben, aus dem Grunde, dass wir nicht einfach nur frontal zulaufen, sondern wirklich so bananenförmig anlaufen, dass wir den Gegner in eine Art Gasse bringen und jetzt einfach nur noch ihm die Möglichkeit geben, nach außen zu gehen. Wenn wir frontal einfach nur zulaufen, hat er beide Möglichkeiten. Er kann nach innen gehen und nach außen. Wir wollen versuchen, dass der Gegner nach außen gedrängt wird, sodass er weg von unserem Tor kommt, beziehungsweise weg aus dem Zentrum und weg aus der Gefahrenzone. Jetzt kommt schon das Stellen, das frühzeitige Fallschirmziehen, einfach deswegen, dass wir einfach nicht komplett durchlaufen, ihn wirklich stellen, anlaufen, Fallschirmziehen, ihn gut stellen. Und jetzt erstmal versuchen, das Tempo aufzunehmen und dabei ihn auch nach außen zu lenken. Das sehen wir jetzt hier, wir nehmen das Tempo auf, wir sind geduldig, wir machen immer wieder die Innenseite zu und kommen dann nach dem geduldigen Verteidigen, verringern wir auch immer wieder die Distanz zu ihm, kommen hier dann im Idealfall ja, zum Ballgewinn. Ich habe es jetzt einfach mal so dargestellt, dass der Ball nach außen gespielt wird. Natürlich kann man auch da dann eventuell den Torwart anspielen, je nach Situation. Hier sehen wir jetzt, dass der Fünfer rausstößt, sehr schnell ist, zuläuft, aber kein richtiges Stellen hat und auch keine bananenförmiges Anlaufen hat. Stellt ihn jetzt komplett frontal nur. Dadurch hat jetzt der Spieler die Möglichkeit, hier lang zu gehen, kann aber auch da lang gehen. Ist jetzt auch eine vereinfachte Form. Natürlich sind jetzt die Manneken hier auch sehr groß in der Darstellung, aber ihr könnt euch das bestimmt auch schon bildlich vorstellen. Jetzt kann dadurch der Stürmer komplett diese Seite nach innen gehen. Überrennt letztendlich den Spieler dann und kommt zum Torabschluss. Da müssen wir einfach geduldiger sein als Verteidiger, dass wir wirklich nochmal zulaufen, bananenförmig, ihn jetzt erstmal hier dann stellen, den Fallschirm frühzeitig ziehen. Wir stellen ihn erstmal, gucken, was macht er, versuchen jetzt sein Tempo erstmal aufzunehmen. Wir lenken ihn nach außen, sind geduldig. Letztendlich haben wir hier immer noch unseren Torwart, der da ist. Und wir sind immer noch circa jetzt 25 bis 30 Meter entfernt von unserem eigenen Tor. Also wir haben immer noch Zeit und im Spiel können wir auch damit rechnen, dass unsere Sechser noch nachrücken, dass unsere Außenverteidiger wieder reinkommen. Also dass auch die anderen Spieler immer noch die Defensivarbeit irgendwo dann vollstrecken können und wir jetzt erstmal hier versuchen müssen, den Angriff zu verlangsamen. Und jetzt lenken wir ganz gut und haben hier die Balleroberung. Wohingegen wir jetzt einfach hier nur zulaufen, stürzig sind, hier stürzen, wollen sofort in die Balleroberung reinkommen, was nicht optimal ist, versuchen sofort irgendwie den Fuß auszustrecken und das nutzt der Stürmer aus, geht sofort an uns außen vorbei und dann wird es natürlich für uns auch schwer, ihn dann wieder einzuholen, läuft komplett auf den Torwart zu und am Ende muss man dann natürlich hoffen, dass der Torwart irgendwo den Ball hält, aber das ist dann letztendlich auch immer wieder dazu verschuldet, weil wir einfach zu stürzig, zu gierig waren. Und das kommt immer wieder im Spiel vor, da muss man einfach als Verteidiger geduldiger sein, cleverer sein und dann meistens ergibt sich das auch, dass der Angriff verlangsamt wird und wir entweder wirklich in die Balleroberung kommen,
oder wir halt im Anschluss von unseren anderen Mitspielern haben, die dann da auch nochmal doppeln kommen können.